Die Aktie von Tesla ist gewissermaßen ein Symptom für das, was an den Aktienmärkten der USA derzeit passiert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wir sehen ein Unternehmen, das faktisch Geld verbrennt, das aber eine scheinbar so großartige Zukunft hat, dabei hoffnungslos überschuldet ist. Aber sei es drum, man denkt, das wird der Highflyer schlechthin. Und andere Unternehmen wie Volkswagen, die wirklich Autos verkaufen in nennenswerten Umfang, nämlich 11 Millionen pro Jahr, die dabei auch noch satte Gewinne machen, im Gegensatz zu Tesla, die werden an der Börse nicht wirklich honoriert. Tesla jetzt fast so viel wert wie Volkswagen, ein absoluter Irrsinn. Schauen wir uns mal an, wie das alles heute begann, nämlich mit einer Aufstufung von Oppenheimer, die das Preisziel von Tesla von $385 auf $612 angehoben haben. Warum nicht 1612? Würde ja genauso viel Sinn machen. Dazu kam dann noch Evercore, sein Preisziel für Alphabet auf 1600 von 1350 angehoben. Also es fällt auf, und das gilt schon für die letzten Tage, dass wahnsinnig viele Analysteneinstufungen jetzt kommen. Nachdem die Aktien ja vorher schon massiv gestiegen sind, gibt es jetzt Kaufempfehlungen, gibt es jetzt die massive Anhebung von Kurszielen. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Schauen wir uns ein paar interessante Dinge an, eben zum Beispiel den Vergleich Tesla und Volkswagen. Volkswagen verkauft 10,9 Millionen Autos im Jahr 2019. Tesla verkaufte 367.000 Autos. Volkswagen macht einen Gewinn von oder einen Umsatz von 236 Milliarden Euro. Und Tesla verbrennt Geld pro verkauftem Auto. Jetzt sehen wir aber, dass wir fast auf gleicher Höhe sind, was die Marktkapitalisierung betrifft. Insgesamt sehen wir an in den Märkten auch solche Geschichten wie Beyond Meat heute in den USA steigt 40%. Es sind wahrscheinlich wie bei Tesla Shorties, die hier gegrillt werden. Bei Tesla allerdings, und das ist auch interessant, sehen wir an denen, das wollte ich nicht zeigen, die andere Grafik hier ist sie. Bei Tesla sehen wir, dass die zuvor sehr, sehr hohe Shortquote jetzt sich deutlich reduziert hat, nämlich unter 20%. Klar, die Shorties sind gegrillt worden, die mussten eindecken. Aber es zeigt, wie jenseits aller fundamentalen Daten hier die Märkte funktionieren. Ähnliches gilt für Apple. Da bringt man eine Gewinnwarnung. Da hat man weniger Umsatz und Gewinn als etwa im Jahr 2016. Aber die Aktie, die hat sich mehr als verdoppelt. Und das liegt auch an den ETFs, meine Damen und Herren. Denn wir sehen zum Beispiel in den USA, dass je größer eine Aktie ist, je größer ein Unternehmen ist, je größer die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist, desto besser sind die Aktien gelaufen. Je kleiner die Unternehmen sind, umso schlechter sind sie gelaufen. Okay, die großen Unternehmen haben normalerweise eine bessere Profitmarge, sind relativ weniger verschuldet als die kleineren Unternehmen. Aber hier kommt eben dazu das, was Holger Cepic am Sonntag in der Welt am Sonntag gezeigt hat, dass sozusagen diese Massenkonzentration in wenigen Aktien wie Google, respektive Alphabet, also wie vor allem Apple, zu einer absoluten Anballung führt, denn die Aktien von Apple und Co. steigen immer weiter, dadurch wird die Marktkapitalisierung immer höher, dadurch wird die Gewichtung von Apple und Co. in diesen ETFs wie dem MSCI World oder anderen Indizes immer höher. Das heißt, jeder, der ein ETF kauft, das eigentlich breit streuen will, zum Beispiel in den MSCI World, der kauft dann vorwiegend eben auch Apple oder zu einem immer größeren Anteil Apple. Und so sehen wir diese Ungleichgewichte sich weiter verschärfen. Das Ende wird ein gutes sein. Hier Sven Henrik hat übrigens sich dazu geäußert und in britischem Humor gesagt, ja, es ist natürlich nicht besonders amüsant, ein Nüchterner zu sein in einer Bar, wo alle total besoffen sind. Aber irgendwann geht es einem dann doch besser, weil die Besoffenen irgendwann anfangen, sich gegenseitig anzukotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das könnte eben auch mal passieren, wenn dieser ganze Wahnsinn so weitergeht. Was haben wir noch? Wir haben das Thema China, das eine Rolle spielt. Wir sehen, dass die lieben Amerikaner China wohl von der Liste der Währungsmanipulatoren nehmen wollen. Der Yuan hat es gutiert, ist jetzt gestiegen zum Dollar auf nur noch 6,93. Man muss diesen Chart praktisch andersrum sehen, dann ist es Dollar-Yuan. Hier haben wir Yuan zu Dollar. Der Yuan steigt also zum Dollar, ist jetzt doch relativ weit entfernt schon von der 7er Marke. Und das zeigt so ein bisschen, dass dieses Währungsmanipulatoren-Ding doch ein politisches Ding war. Das ist ein politisches Instrument gewesen, um die Chinesen unter Druck zu setzen. Jetzt sagt man, naja, wenn wir jetzt mal ein Dealchen machen,
dann wird alles gut, dann sind sie plötzlich keine Währungsmanipulatoren mehr. Und die Chinesen selber weisen schon darauf hin, dass der Handelskrieg noch lange nicht vorbei sei. Auch wenn man jetzt eben erstmal gute Miene zum bösen Spiel macht, nach wie vor ja offen, wird das eintreten, was Mnuchin sagt. Ja, die Chinesen, die verpflichten sich mindestens 40 Milliarden an Landwirtschaftsprodukten aus den USA zu kaufen. Da gibt es auch angeblich Rechte oder Schutz geistigen Eigentums. Da gibt es diesen sogenannten Enforcement Mechanism, also den Mechanismus der Kontrollmechanismen. Jedenfalls Kontrollmechanismen, das wollte ich sagen, meine Damen und Herren. Die sollen darin sein. Ich bin gespannt, ob wir am Mittwoch den Text zu sehen bekommen oder eben doch nicht. Das wird eine interessante Frage. Kommen wir zu die Charts und gucken an den Wahnsinn hier, zum Beispiel Tesla. Die Aktie jetzt bei 500, knapp 18 Dollar. Im Oktober waren wir so, naja, bei der 200er Marke knapp drüber. Jetzt ist natürlich die fundamentale Situation von Tesla seit Oktober 180% geändert. Und deswegen hat sich die Aktie mehr als verdoppelt seitdem. Naja, da kann man denken, was man will. Wir rollen das Feld mal von hinten auf bei den Charts. Die Charts von, meine Damen und Herren, Capital.com. Sie ahnten es. Wir sehen, dass Öl Schwierigkeiten hat, volle Lagerbestände, aber auch so ein bisschen Entspannung in Libyen jetzt mit der politischen Situation. Libyen ja ein nicht ganz unbedeutendes Ölförderland. Wir sehen, dass hier der Preis runtergekommen ist auf 58,43 Dollar. Wir sehen Gold bei 1550. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1138, auch wenig verändert eigentlich. Und wir gehen mal zu den US-Indizes, zum Nasdaq zum Beispiel, 9051 Punkte. Warum auch nicht, wenn da eine Tesla und eine Apple enthalten ist, die heute auch wieder steigt. Wir sehen den S&P bei 3285 jetzt. Also es kann nur noch weiter nach oben gehen, weil es ja diese Kaufempfehlungen hagelt. Der einzige, der nicht so richtig nach oben geht heute, das ist der Deutsche Leitindex, der bleibt bei 13.467 Punkten stecken und damit doch wieder einigermaßen weit vom Allzeithoch, das er bisher einfach nicht packen will bei 13.600 Punkten. Also Tesla als Symptom, totale Abkoppelung zwischen Fundamentaldaten und den Kursen an den Märkten. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Diesmal ist sicherlich alles anders, meine Damen und Herren. Diesmal wird diese Blase nie mehr platzen, denn wir haben doch die Fed, oder? Und die wird noch jahrzehntelang Milliarden pro Tag, so wie heute, in den Markt pumpen. Wer es glaubt, der wird unbedingt selig. Morgen noch einen Videoausblick, aber morgen Abend gibt es kein Marktgeflüster. Da wollte ich darauf hinweisen, weil ich unterwegs bin. Am Mittwoch dann alles wieder regulär. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sag Servus und Ciao.